Herzlich willkommen zum zweiten Teil. Hier geht es um die Signalverarbeitung von EMG-Signalen und die Konfiguration von EMG-Verstärkern. Hier ein kurzer Rückblick, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind. Informationen über die Muskelaktivität erhält man, indem man eine oder zwei Elektroden auf die Haut über den Muskelbauch appliziert. Bei der bipolaren Ableitung, wie der Name schon verrät, werden zwei eng aneinander liegende Elektroden über den Muskelbauch angebracht. Das Aktionspotential passiert zunächst die erste Elektrode, dann die zweite Elektrode. Es ergeben sich zwei EMG-Signale, die zeitlich versetzt sind. Man zieht nun von dem einen EMG-Signal VA das zweite EMG-Signal ab und man erhält ein EMG-Signal, welches der zeitlichen Ableitung eines einzelnen EMG-Signals entspricht. Und man kann sagen, je enger die Elektroden beieinander liegen, sprich je kürzer der zeitliche Versatz zwischen den Signalen VA und VB, umso höher die Frequenzanteile des differenzierten Signals. Die technische Anwendbarkeit des EMG-Systems stellt sich als relativ unproblematisch heraus. Bei der Aufzeichnung der über Oberflächen- oder Nadelelektronen gewonnenen Signale müssen Verstärker mit bestimmten Eigenschaften verwendet werden. Ein solches EMG-Signal ist eine Überlagerung von Aktionspotenzialen motorischer Einheiten. Das Signal sollte unverfälscht sowie frei von Störsignal oder Rauschen sein. Ein EMG-Signal kann verfälscht werden, indem es vom Verstärker übersteuert wird. Große Signale können anders verstärkt werden als kleine Signale. Oder aber das Signal wird verfälscht durch andere Geräte, wie zum Beispiel Magnetfelder, Stromleitungen oder Bewegungsartefakte. Es ist sehr wichtig, den EMG-Verstärker korrekt zu konfigurieren, damit wir ein möglichst unverfälschtes EMG-Signal erhalten. Man sollte den Verstärkungsfaktor so einstellen, dass das Verstärkerrauschen geringer als 50 Mikrovolt ist. Ebenso sollte das verstärkte EMG-Signal den zulässigen Eingangsbereich des Erfassungssystems nicht überschreiten, da sonst große Signale abgeschnitten werden, wenn der Messbereich überschritten wird. Das nicht verstärkte EMG-Signal kann auf der Haut zwischen einigen Mikrovolt bis einigen Millivolt betragen. Typischerweise wird mit dem Faktor 500 oder 1000 verstärkt. Eine tausendfache Verstärkung entspricht 60 Dezibel. Gehen wir das Ganze mal an einem Beispiel durch. Was ihr zunächst wissen solltet, Dezibel ist keine Einheit wie Volt, Ampere oder Watt, sondern eine Verhältniszahl. Bei Zahlen mit der Einheit Dezibel werden zwei Zahlen zueinander ins Verhältnis gesetzt. Wenn wir für die lineare Verstärkung den Wert 1000 einsetzen, so erhalten wir 60 Dezibel. Die Input-Impedanz des Verstärkers sollte mindestens das Zehnfache der gegebenen Impedanz der Elektrode betragen. Das meint nichts weiteres, als dass der Eingangswiderstand des EMG-Verstärkers ausreichend groß sein muss, um das EMG-Signal nicht zu verringern. Hier seht ihr noch die Einflussfaktoren für eine saubere Übertragung zwischen Haut und Elektrode aufgelistet. Zu beachten gilt, dass die Frequenzbandbreite des EMG-Verstärkers alle im EMG-Signal vorhandenen Frequenzen gleichmäßig verstärken sollte. Hier abgebildet ist eine tausendfache Verstärkung des Signals. Die jeweiligen Cutoff-Frequenzen tragen die Bezeichnung F1 und F2. Der Frequenzbereich des EMG-Verstärkers sollte bei 10 Hz Hochpass starten und bis 500 Hz Tiefpass reichen. So wird sichergestellt, dass nur Frequenzen zwischen 10 bis 500 Hz gemessen werden. Wie wir alle selbstverständlich wissen, ist der menschliche Körper ein guter elektrischer Leiter und fängt somit die elektromagnetische Strahlung der Umgebung ähnlich wie eine Antenne auf. Dies führt dazu, dass in geringem Umfang das Potential, das an beiden Elektronen in gleichem Ausmaß vorliegt, mitverstärkt wird. Diese Artefakte können durch Kabelverzerrungen oder elektromagnetische Strahlung hervorgerufen werden. Um den Gleichspannungsanteil vor der Verstärkung zu minimieren, wird eine Referenzelektrode angebracht. Weil das ungewollte Signal in beiden aktiven Terminalen des Verstärkers auftritt, nennt man es Common Mode Signal. Bevor das EMG-Signal am PC angezeichnet und analysiert werden kann, muss es von einem analogen Messstrom in ein digitales Signal umgewandelt werden. Ein 12-Bit-Wandler kann den Voltbereich des Eingangssignales in 4096 Intervallen separieren. Dies ist bereits ausreichend für die meisten kinesiologischen Setups. Die untere Grenze der Abtastrate wird durch das Nyquist-Theorem festgelegt. Dieses besagt, die Messrate muss höher sein als das Doppelte der höchsten vorkommenden Frequenz. Bei einem physiologischen Maximum von 500 Hz beträgt die Messrate 1000 Hz. Und damit möchte ich das Tutorial auch abschließen. Auf Wiedersehen und viel Spaß beim Lernen!